Also auf den drauf ist ja echt easy, aber danach wird schon tricky. Tricky. Ah. Ja, du musst den so springen, dass du direkt die Diagonale von den beiden Blöcken erwischt. Dass du genau auf die Kante landest. Sprüche von da hinten kann ja jeder reißen, komm auf. Oh, das war doch ganz knapp gewesen. Gebe ich halt keinen Tipp. Verreck doch, stirb, fall. Nehme ich halt keinen Tipp. Ja, stirb, fall. Tschüss. Tschüss. Kann ich auch vom Server kicken, wenn du so weitermachst, Junge. Alter, was ist das jetzt für eine Scheiße? Weiß nicht, kam heute noch nicht irgendwie. Ja, doch. Na nee. Kam. Ja doch, also halt noch nicht in der Aufnahme, aber genau, kam schon. Siehst du? Ja, ja. Nein! Oh Mann. Komm aus Solidarität. Aus was? Solidarität. Ja, ja, komm, den bezahle ich schon lang genug. Oh. Jetzt sind wir bei dem Thema wieder. Ach ja, ich liebe es. Gesehen davon, dass ich den länger bezahlen genauso viel habe wie du davon. Stimmt. Ja, du bist ja auch doof. Du bist auch hierher gekommen aus dem Osten. Ist ja dumm. Ja, aber das macht man ja nicht. Wenn du weißt oder wenn du wüsstest, dass der Soli-Zuschlag sowohl in Ost und West reinfließt, halt dann auch ja, egal. Das, ne? Problem ist, dass er nicht gleichmäßig reinfließt. So wie halt das Land oder die Stadt oder das Bauvorhaben oder whatever halt benötigt wird. Ja, aber Hauptsache erstmal im Osten alle Autobahnen komplett neu gemacht und wir hier haben seit 30 Jahren. Jawohl! Übrigens, jawohl, es sind vier. Es sind vier. Drei. Wie hab ich das jetzt geschafft? What the fuck? Wie hab ich. Ach, ich und mein Soli wieder. Da wird alles möglich. Fällst du jetzt hier runter? Nein! Ich oh, muss. Du bist ein Bobby. Ich ey. Muss. Du bist da. Community-Klatsche. Tut mir leid, ja, das na. An sich schon, ja, ich wusste es. Oh Mann, ey. Ja, du musst aber unverhofft kommen, gell? Unverhofft kommt oft. Ja, du darfst jetzt nicht machen, einfach so, wenn ich hier gerade. Nee, bei keinem Tricky-Sprung. Nein. Du musst es halt machen, wenn ich nicht damit rechne. Das wäre ja, perfekt. Ey. Ich fliege eh nur rum. Das schaffe ich doch nie wieder so. Komm, Perro, erzähl noch was vom Soli, wo ich mich drüber aufregen kann. Ja, Zornrosette, klappt das denn was? Was für eine Zornrosette? Ja, genau. Ach, oh, Mist. Mann, ey, ich bin so ein Opfer. Ich habe wieder wenig das erste Mal komplett durchgedrückt, dass er gelaufen ist. Boah, Mann, das ist so schlimm. Man bräuchte echt so eine digitale Tastatur, das wäre richtig geil. Ja, es gibt doch so digitale Tastaturen, die jetzt momentan hast du ja so eigentlich eine analoge Tastatur. Das heißt entweder Betätigung oder keine Betätigung. Aha. Und es gibt so die Tastaturen, die lassen sich wirklich auf Tastenhöhe programmieren. Das heißt, wie weit du die Taste reindrückst. Ach so. Ah. Das meine ich halt mit digital. Echt? Cool. Ja, ja. Also theoretisch dann wie bei die PlayStation-Controller zum Beispiel Gas geben. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das ist sehr cool. Das will ich auch haben. Ach, Mann, ey. Das ist doch scheiße. Ach, ich treffe den letzten da nicht. Also den letzten von den Ecksprungen. Ja, den werde ich jetzt auch nie wieder schaffen. Mach dir keine Gedanken. Dann mache ich mir Gedanken. Ja, deshalb mache ich mir Gedanken über dich. Jeden Tag. Nein! Mindestens dreimal. Ihr müsst da circa ein bisschen weiter vorne landen. Jetzt kommt er wieder mit seinen Tipps. Ja, gut, dann. Ich weiß schon, wo ich landen muss. Verreck doch unten, ja, verreck. Ich weiß doch, wo ich landen Fall runter, ja. Mach ich nicht. Fall ja, runter, Alter! Oh, die Community-Klatsche hat zugeschlagen, oh mein Gott! Ah ja. Immer diese Community-Klatsche, aber immer das Gleiche. Der wollte ich die gar nicht benutzen, der hatte bloß das Schwert noch in der Hand. Na, ich wollte die schon benutzen. Ich habe ganz aus Versehen auf Linksklick gedrückt, ne? Ja, ganz aus Versehen. Folge 38, wer dich gesehen hat, unbedingt gucken. Das war echt so schlimm gewesen. Ich wollte das doch nicht, ich hab ganz aus Versehen. Das ist Krieg. Beste Folge ever. Ja, Mann. Also mit auf jeden Fall mit einer der besten, ja. Ja,
Auf jeden Fall. Und dann kommt der Permo noch dazu. Ja. Oh Mann. Der Frontenkrieg, hallo. Man so war geübt. Ja, das kann er, weil. Aber er hat verloren, also ja, naja, verloren eigentlich nicht. Aber naja, es war ein Unentschieden, Solidaritätszuschläge, es passt schon. Wir wurden sozusagen aufgeteilt. Kacke. Aufgeteilt in Kacke? Ja, auch das Wein. Lecker. Oh, jetzt krieg ich gerade Hunger. Mo, was soll das? Du musst runter in die Küche, wenn du Hunger hast. Nur wenn du... Was? Runter in die Küche? Ja, da unten. Ich muss in Westflügel, das ist 2 Kilometer von hier aus. Das ist, auf. Der ist doch genau hier unten. Nein, bei mir ist daheim. Ja. Money. Etwa nicht den Bentley neben dir rumstehen? Nein! Ja! Oh, ja. Oh. Es wird wieder nichts. Drück's durch. Ja. Ja. Drück's nicht. Nein! Ach, komm schon, ey. Motherfucker, ey. Scheiße. Wie schön er drüber geschaut hat über den Block. Nein! Ach, komm, das ist doch nicht wahr. Ich bin so ein Bob. Lobo. Der Permo ist noch schlechter. Nein. Oh Mann, jetzt krieg ich gar nichts mehr auf die Reihe. Weil der Permo so schlecht ist, der zieht mich mit seiner Schlechtigkeit runter. Hab ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Schlechtes Karma. Folge 2, 5, 8, 12. Und alle dazwischen auch noch. Ach komm, jetzt ist es ganz kaputt. Jetzt ist alles. Jetzt müssen wir Pause machen. Jetzt! Hör doch! Juanzen, ungelogen. Hallo? Was denn? Du bist Mexikaner, was kann ich dafür? Ich bin Mexikaner. Ja, du bist in Spanien. Was ist das jetzt, jawohl? Oberharte Hilfe für die ganz kaputten. Ich komm nicht an die Leiter ran, mach mal was. Ja, was ist das? Oh nein, na no, super. Fehlt noch ein Block vor der Leiter. Ach, da ist ein Block vor der Leiter. Nein, was hilft, der hilft aber nicht. Der hilft aber nicht. Wieso? Klar. Nicht, wenn du durchjumpst. Boah, doch, ja. Okay, er hilft. Du musst wissen, wann du wieder aufhörst. Oh, Mann. Wurst, Wasser, ungelogen. Alter, verdammt. Also bis zum... Nein, ach, was ist denn das jetzt gewesen? Aber das müsste eigentlich auch gehen. Man könnte das alles in einem Zug durchspringen. Ja, ah, was ist das für einer? Was ist das für einer, wie er durchcheatet? Ich müsste bloß Scheiße. Einmal nach rechts gucken. Mach Platz 1! Nein! Und Kevin, wie ist es so, immer Erster zu sein? Es geht ja gar nicht von hier aus. Wie hast du das gemacht? Da geht es. Zeig. Ja, schnüfft der Erste. Oh, halt. Das ist tief gewesen. Huh, wow. Geht das noch? Oh. Nee, das geht nicht mehr. Was machst du da? Also der Sprung sollte jetzt mal langsam sitzen eigentlich. Ja. Ich hab den Sprung vorhin auch ohne geschafft. Also mit Zwischensturm. Nein! Mist. Ja, ich meine aber, Kevin, wie ist das so, immer Erster zu sein? Immer Erster. Ja, also bist du ja jetzt echt schon oft Erster. Ach, zu weit. Ja. Hab ja noch das Problem, dass ich nicht so viel Redner. Redner? Sag ich ja. Ich hab ja noch das Problem, dass ich nicht so viel rede. Ja, dann red doch einfach mal. Sag ja. Halt mal was. Ja. Okay, wie war dein Tag heute? Mein Tag war super. Ja? Sonnig? Frei. Wolken? Aussicht auf Fleischbällchen? Frei gehabt. Ach, gehst du eigentlich noch arbeiten? Ist doch Urlaub frei oder keine Ahnung. Ja, Dings, gestern war ja Feiertag in Österreich, ne? Was war das für ein Feiertag? Maria Himmelfahrt. Ach ja, natürlich, ja klar. Okay, und das ist dann noch ein Feiertag, aber geil. Ja.
will auch Feuer. Oha, oha, nein, oha, nein! So ein Bob, so ein Bob, so ein harter Bob, aber krass. Das ist, ich war jetzt völlig überfordert, in einem Sprung, also in einem Run sozusagen dahin zu kommen. Ach Mann, das ist geil. Drüber geslidet, guckt mich an und fällt runter. Nein, das ist zu gut gewesen. Ich hab so gedacht, warte mal, wieso bist du jetzt vor Jens? Der stand doch da eben noch. Auf, zeig nochmal den Zuschauern, wie das geht hier. Nein! Ach, jetzt wollte ich zu viel. So, ich lenke euch mal ein bisschen ab, ne? Ich habe ein kleines Rätsel für euch. Jetzt schon? Ja, sicher. Okay, klar, egal. Gleich raus damit. Ich habe später hab ich noch ein paar. Keine Angst. Ja? Ah ja, heute Abend Rätselabend. Heute Abend Kevin. Ist Rätselabend. Ganz genau. Achso, ihr habt keinen Joker, gell? Was? Kein Joker? Kein Joker. Smartphone. So, jetzt leg los. Also. Ihr habt 9 Kugeln, ja? 6. 42. Oh, ist hier? Wo ist der weiße Block her? So, weil wir es beide geschafft haben, dürfen wir jetzt, oder was? Ja, ich meine, der hängt nur noch an dem Sprung. Ja, wir haben ja eigentlich geschafft, ja, das ist richtig. Ich hänge irgendwie immer in den Sprung. Oh, tschüss, Mann, der ist voll scheiße, der Sprung. Oh, tschüss, wir haben 9. Mann. Ich hab... Alter! Okay. Heide, jalla, jalla. 9 Kugeln, Junge. Also, ihr habt 9 Kugeln. Form ja, und Farbe ist völlig identisch. Auch noch. Warte mal, ja. Die kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Aber eine Kugel davon ist schwerer als die anderen. 8. Genau dieselbe. Ja. Ist aber nur so ein geringer Unterschied, dass ihr es halt mit Fühlen und Heben und allem drum und dran nicht rauskriegen könnt. Die einzige Hilfe, die ihr habt, um die Kugel rauszubekommen, ist eine Apothekerwaage. Ihr dürft nur 2 Wiegevorgänge machen. Nimmt ihr jetzt die eine Kugel raus. Was ist eine Apothekerwaage? Ach Jens, du weißt ganz genau. Ah, links ein Arm, rechts ein Arm. Ach, Justitia-Waage, alles klar. Ja, genau. Brauchen wir Hilfsblock für den ersten Sprung. Was hat er? Brauchen wir Hilfsblock für den ersten Sprung, da bin ich gerade zweimal runtergefallen. Ich auch vorhin bestimmt, aber dreimal bestimmt, ja. Oh, jetzt kriegst du aber harte Hilfe, jetzt kriegst du ganz harte Hilfe. Wo soll ich denn jetzt hier springen? Gar nicht mehr. Du kannst bis zum Ende durchlaufen. Also, man hat 9 Kugeln. Also, nochmal. Ja, ich hab's verstanden. Also, ich wiederhole es nur nochmal. 9 Kugeln, eine ist leichter. Alle sind identisch, nur eine ist ein ganz kleines bisschen leichter. Man hat 2 Wiegevorgänge mit einer normalen Pendelwaage. Nicht leichter, schwerer. Das ist ja scheißegal. Nein, das ist extrem wichtig. Eine Kugel ist schwerer. Der Jan hat es damals mit leichter gesagt. Der Jan? Hat der Jan die gebracht? Ja, der Jan hat die gemacht. Okay, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Kannst du dich noch an die Lösung erinnern? Gab keine Lösung. Ach, die sollte ja eigentlich in der nächsten Aufnahme von War Z aufgelöst werden. Genau, und die kam halt irgendwie nicht. Was ist verdammt? Ach, ich war ja schon da hinten. Warte mal, das ist eine gute Frage. Also, das ist aber so eine Frage wie bei Stirb langsam zweiter Teil, glaube ich, mit den 4,5 Gallonen Wasser und 2,5 Gallonen Wasser. Und daraus sollen irgendwie 3,5 Gallonen Wasser gemacht werden. Man hat aber nur 2 5 Gallonen Kanister. Alter. Irgendwie so. Nix mit Gallonen, nix mit Wasser, Kugeln. Ja, ich meinte doch nur gerade, es ist das Gleiche. Ja, dann weißt du die Antwort schon. Nein, weiß ich nicht. Ich krieg das nie. Selbst wenn ich die Folge gerade sehe, verstehe ich es manchmal. Also verstehe ich es, aber danach weiß ich nicht mehr, wie es geht. Blöcke sind zu nah aneinander. Wollte ich jetzt nochmal so einwerfen. Ja, aber überleg doch mal mit. Kann das nicht. Ach, überlegen. Du kannst das voll gut. Kann ich nicht. Kannst dich überleben. Ja, das auch nicht. Das Problem ist, also, ich hab mir gerade so gedacht, du nimmst jetzt einfach mal 4 Kugeln und 4 Kugeln, packst die links einmal 4 Kugeln rein und rechts einmal 4 Kugeln rein. Und dann hast du schon mal eine Gewissheit.
links wo die oder schwerere rechts ist eine schwerere. Wenn beide gleich und sind, hast du eh einen Jackpot. Ja, aber und du dann hast halt nur zwei Wiegevorgänge und die Chance steht halt 1 zu 9, dass du es richtig machst. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dann die nehmen kannst, wo die schwereren drin sind und dann nochmal aufteilst in 2 und 2. Ja. Dann hast du ja, sag ich mal, auch wieder ein Ungleichgewicht. Dann hast du auch immer noch eine 50-50-Chance, sprich, du bräuchtest noch einen Wiegevorgang. Ja, deswegen kann man ja auch nur zweimal wiegen, dass man diese Methode nicht machen kann. Das genau. Ist schon klar. Oh, oh. Ja, mach von da aus mit einem Sprung bis zum Ende. Ja, wollte ich vorhin auch schon, aber das ist irgendwie zu kurz. Hm, warte mal, da gibt's.